Hallo. Hallo, herzlich willkommen zum Livestream von Deutsch Campus mit mir, Paul Mildner. Ich grüße euch. Wie geht es euch da draußen? Das heutige Thema ist Schule in Deutschland. Ja, wir gehen heute Wörter durch, die mit dem Thema Schule zu tun haben. Ja, es sind ja Mongol. Haben wir ein Hauptding, Paul? Haben wir einen sehr Hauptding, ja, die Haupt, ja. Die Haupt, ja. Die Schule, okay. Könnt ihr mich alle hören? Schreibt in die Ta Kommentare, wie es euch geht. Ja, Mongol, ja, wie geht im Kommentar? Ja, du, mir geht es sehr gut. Ja, ja, hallo, Herr Paul. Hallo, ich grüße dich. Geht es euch alle gut da draußen? Ja, mein sehr hauptsächlich gibt Trường học ja, in der Schule, cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ja. Jeder von euch war in der Schule. Also, wenn ihr euch dafür interessiert, für dieses Thema Schule, dann kommt online. Und bitte share diesen Link, ja. Mọi người chia sẻ cái Link này nha, cho Paul, để mọi người học tiếng Đức miễn phí nha. Ja. Thuy Trang Nguyễn schreibt, ja, mir geht es sehr gut. Super. Ja, mir geht es auch gut. Ja, Paul cũng khỏe. Mir geht es auch sehr gut. Trương Văn Văn Hải. Ha? Hallo Paul, ich grüße auch dich. Hallo Văn Hải, grüße dich. So, Nguyễn Thiên Nhung schreibt auch, hallo zusammen. Ja. Ở trong comment này có thể là mọi người đang tìm một cái người để tiếp xúc bằng tiếng Đức á, có thể là tìm ở trong comment này nha. Cứ viết hey, có muốn nói chuyện với tôi không? Ja, dann schreibt einfach rein. Ok. Ok. Ja, nếu mà có nhu cầu học tiếng Đức ở trên Instagram á, erinnert euch daran. Ja, lên Instagram tìm câu lạc bộ tiếng Đức để mà học tiếng Đức nha. Rồi nếu mà cần những cái information, Informationen über Sprachkurse, über Sprachtreff, dann auf Deutsch Sprachtreff auf Facebook bitte, ja. Ja. Und nếu mà có ai thích đăng ký khóa học online hoặc cái trong trung tâm á, chắc là qua tháng này là có là cách ly hết cách ly rồi đúng không? Mình không biết, nhưng mà ai có nhu cầu học tiếng Đức thì đăng ký khóa học www.deutschcampus.com. Nhưng mà có người nào mà ở dưới quê á, mà gần gần nhà mình, gần nhà mình không có cái trung tâm nào á, có thể là dạy online, vẫn dạy online được nha. Ok. So. Hallo Paul, Quảng Hà Trần schreibt, hallo Paul, chia sẻ video cho anh Paul nhé. Ja, cảm ơn nha, mọi người chia sẻ nha. Loan Hoang hả? Loan Hoàng hả? Ja, hallo Paul, Ngọc Võ, auch hallo, hallo zusammen. Super. Ja, ich grüße euch. Ja, hôm nay là cái chủ đề hôm nay là das Thema ist Schule in Deutschland, okay? Ja. Để Paul làm cho nó lớn lên coi. So, Schule in Deutschland. Okay. Das Thema ist Schule in Deutschland. Seid ihr alle bereit? So, ich denke, wir können gleich anfangen. Ja, mình sẽ chuẩn bị bắt đầu. Haben Sie einen Deutschkurs für online für Kinder? Er ist 14 Jahre alt.
Ok, Thủy Lê nha, Paul sẽ nhắn tin, personal message cho Thủy Lê nha, để trả lời cái câu hỏi này. Lê Thị Ngọc Tuyện nha, hello Paul, ich grüße dich. Yeah, los geht's, ok, fangen wir an, ok. Also, zuerst, wir beginnen mit dem Wortschatz, okay. Từ vựng, mình sẽ học những cái từ mới nha. Gucken wir mal. Das erste Wort, was ich habe, ist die Bibliothek. Ja, thư viện, ja, thư viện là die Bibliothek. Ja, schreibt kurz in die Kommentare. Kennt ihr dieses Wort? Ja, mọi người cứ viết từ đó chưa nghe bao giờ chưa? Schreibt in die Kommentare, ob ihr es kennt, okay? Ja, ich kenne das Wort. Ja. Cái thư viện á, thì mình ở trong thư viện thì mình đọc sách hay là mình là một cái nơi yên tĩnh ja. Es ist ein ruhiger Ort, ja, ein sehr ruhiger Ort. Und in der Bibliothek kann man Bücher ausleihen, man kann auch Videos ausleihen, ja. Paul nhớ là hồi xưa học ở trong trường đại học á, thì ví dụ muốn xem phim á, có thể là mình vô cái thư viện mình cũng xem phim được nữa nha. Yeah. Người ta có nhiều cái DVD đó, nha. Yeah. Also man kann auch Filme ausleihen, man kann Bücher lesen, man kann lernen, man kann lesen und es ist ein sehr ruhiger Ort. Ja. Schreiben wir mal einen kleinen Beispielsatz. Ja, in der Bibliothek ist es sehr ruhig. Ja, sehr ruhig. Ja, một cái nơi yên tĩnh nha. Man kann Bücher ausleihen. Ja? Man kann in der Bibliothek, in der Bibliothek Bücher ausleihen. Okay? Ja, wart ihr schon mal in der Bibliothek? Paul muốn hỏi nha, mọi người có đi đi Bibliothek thường xuyên không? Ví dụ những người mà đang học đại học á, hoặc đang học cấp 3, thường mọi người là học ở đâu? Học ở nhà hay là học ở trong thư viện? Ja, als ich studiert habe, bin ich immer in die Bibliothek gegangen. Ja. Lúc Paul đi đại học á, ja, Paul không có học ở nhà được nha, ồn ào hay là có bạn hay là có người khác hay là gì á, thì lúc đó Paul không bao giờ học ở bên ở trong nhà, ja, Paul phải đi theo bibliothek. Thì lúc đó là Paul mới học được efficient. Yeah, what is efficient of Vietnamese? Paul không biết cái từ đó tiếng Việt là gì. Efficient. Ich bin noch nie, Thủy Lê schreibt, ich bin noch nie in die Bibliothek gegangen. Ja, okay, musst du mal probieren. Ja? Wenn du sehr gut lernen möchtest, solltest du mal in die Bibliothek gehen. Okay? So, Paul Maria schreibt, Paul Maria Zhenghiu, ja, hallo, ich grüße auch dich. Wen Zheng schreibt, jeden Tag gehe ich in die Bibliothek, um Deutsch zu lernen. Okay, sehr gut, ja. Ich setze lieber in Bibliothek, um Bücher zu lesen. Okay, ja. Ich sitze lieber in der Bibliothek, um Bücher zu lesen. Okay? Ich sitze lieber in der Bibliothek, um Bücher zu lesen. Oder, mình làm cái câu khác nữa, ja? Ich sitze gerne in der Bibliothek, weil es sehr oder weil ich mich sehr gut konzentrieren kann, weil ich mich dort gut konzentrieren kann. Ja.
Ich sitze gerne in der Bibliothek, weil ich mich dort gut konzentrieren kann. Ja, konzentrieren, lag ich ja. Wong, hier geht schon Comment, konzentrieren, lag ich. Was ist konzentrieren? Ah, es gibt jetzt noch ein paar Leute, die dazugekommen sind. Holy, Ankun. Ja, Günther Jung schreibt, manchmal lerne ich in der Bibliothek, circa zweimal pro Woche. Ja, sehr gut, circa. Ja, Huang, Huang oder circa. Bibliothek, Bibliothek benutzen. Können Sie mir erklären? Ich habe nicht verstanden, warum haben Sie manchmal in der Bibliothek und in die Bibliothek? Ich gehe in die Bibliothek. Ja. Wohin oder wo? Ja. Mongo verbiegt Dativ oder Akkusativ? Ja. Dativ oder Akkusativ? Ja. In der Bibliothek oder in die Bibliothek? Genau, la, khoảng, genau, muốn học cái đó là phải học A2 nha. Thì sẽ học được cái tại sao là in there oder in die, ja? gehen wir weiter. Das nächste Wort, was wir lernen, ist Cafeteria. Ja, die Cafeteria. Ja, cái nơi ăn uống ở trong cái trường, ja, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là gọi là Cafeteria. Okay. Dạ, hôm bữa giờ ai mà học về ai mà học xem cái livestream này là đã học được những cái từ khác rồi nhá. Könnt ihr euch daran erinnern, welche Wörter ähnlich sind wie Cafeteria? Ja, schreibt bitte in die Kommentare. Ja, ai mà nhớ những cái từ giống giống Cafeteria? Hôm bữa nhiều người xem cái livestream là đã biết những cái từ như vậy. Ja, also. Was gibt es in der Cafeteria? Gucken wir mal. So, in der Cafeteria gibt es für Schüler, ach Mann, Schüler, Essen und Trinken. Ja, ein bisschen größer. Essen und Trinken. Ja, machen wir zum Beispiel. Könnt ihr Beispiele geben? Was gibt es in einer vietnamesischen Cafeteria? Ja. Ah, super. Toi Cheng hat geschrieben, die Kantine. Ja. Die Mensa. Ja, das Café. Okay. Cafeteria ist neu an Ung. Interessant, ja. Okay. Was kennt ihr noch? Welche Wörter kennt ihr noch? Ja. Wir haben Kantine, haben wir schon. Mensa. Was fällt mir noch ein? Nó còn một cái từ khác nữa. So, in der Cafe gibt es für Schüler Essen und Trinken. Ja? Ich kann mich erinnern, es gab früher belegte Brötchen. Ja? Belegte Brötchen. Ja, một cái ổ cóc bánh mì in In Deutschland gibt es immer ein kleines Brötchen. Weil, belegt irgendwie da. Nó có gì hết trơn đó rồi, ja. Ví dụ, phô mai, also Käse oder Wurst oder Gurke oder ja, Aufstrich. Ja, was gibt es in vietnamesischen Cafeterias? Ja, bitte schreibt in die Kommentare. Man kann sich frei in der Cafeteria reden. Man kann frei in der Cafeteria reden. Wing Chun schreibt Speisezimmer, ja, Speisezimmer, ja. Cái từ đó rất là hay. Hồi xưa những cái người mà giàu giàu ở bên Đức á, có cái căn hộ lớn đúng không? Một cái nhà lớn mà người ta hồi xưa xây một cái phòng riêng biệt để mình ăn thôi. Ja, ein Speisezimmer, ja, ein extra Raum um zu essen, ja, um zu essen. Das ist ein Speisezimmer. Ja, một cái phòng để mình ăn. Das ist ein Speisezimmer. Mensa, was bedeutet das? Nguyễn Chí schreibt, was bedeutet Mensa? Ja, Mensa là một cái nơi để mình ăn uống ở trong nó y chang như cafeteria nha. Nhưng mà ở trong trường đại học. Mensa mình sử dụng cái từ Mensa trong khi nào mình đi đại học á, đại học á thì mình sử dụng Mensa. Linh Chi schreibt, hallo Paul, auch grüße dich. Ja, hi Linh Chi. Okay, belegte Brötchen. Ja, es gibt Getränke, also Wasser, Limonade,
Cà phê, dạ cấp 1, cấp 2 chưa có cà phê, nhưng mà cấp 3 là bắt đầu có cà phê rồi á. Cà phê, was gab es noch? Süßigkeiten, ja, đồ ăn ngọt á, ja, ví dụ sô-cô-la, kleines Gebäck, ja. Was gab es in der Vietnam, in einer Cafeteria in Vietnam? Was gibt es in einer vietnamesischen Cafeteria? Ja, was gibt es in einer vietnamesischen Cafeteria? Wie geht schon kommen? Ja, Hoàng Trung schreibt, es gibt auch Cafeterias bei den Betrieben, wo die Arbeiter Pause machen können. Ja, richtig. Ja, Mahlzeit ist Buổi ăn. Ja, trong lúc Mahlzeit. Ja, cái từ đó là, ja, cái một là ý nghĩa là có hai ý nghĩa. Ja, là một cái buổi ăn trưa. Nhưng mà có thể là buổi buổi trưa người ta chào bằng Mahlzeit luôn. Ja, người ta nói là Mahlzeit. Ja, người kia trả lời Mahlzeit. Ja, das kann man auch là một cái cách để mình chào buổi trưa đó là người ta nói Mahlzeit. Ok. Ok, gehen wir weiter. Ja, mọi người trả lời cái câu này rồi mình sẽ quay lại, rồi Paul sẽ đi qua cái từ mới. Ok. So, wir haben das Wort Schulhof. Ja, der Schulhof. Ah, ja, ein kleiner Fehler hier drin, ne? Die Schulhöfe. Ja. Okay, die Schulhöfe, der Schulhof. Gesangdom, ja. Ja, was habt ihr früher auf dem Schulhof gemacht? Ja, was kann man auf dem Schulhof machen? Ja, morgen làm được gì ở trong Schulhof? Könnt ihr euch daran erinnern? Ja? Paul, nhớ hồi xưa là Paul đi chơi, ja? Ich hab mit den anderen Kindern gespielt. Có thể là Paul rẻo chọc người khác, ja? Das passiert auch auf dem Schulhof. Ja? Cái đó là một cái chuyện rất bình thường. Ja? Andere Kinder ärgern, ja. Auf dem Schulhof. Was habt ihr auf dem Schulhof gemacht? Okay, in Vietnam gibt es Nudeln, Getränke, zum Beispiel Cola, Wasser und so weiter. Okay. Okay, Linji fragt, Paul, kannst du mir sagen, was bedeutet, das Herz auf dem rechten Fleck haben? Ja, ý nghĩa là mình dùng cái câu đó khi nào mà người, ja, cái trái tim của mình là đúng chỗ nha. Cái người nào mà tốt á, ví dụ cái người nào mà phụ người nghèo hay là phụ mình không cần hỏi nhưng mà người đó sẽ phụ mình, thấy không? Thì cái người đó mình sẽ dùng ok, diese Person hat das Herz am rechten Fleck. Cái trái tim là đúng chỗ nha, nó không có sai chỗ nha. Am rechten Fleck, ja. In vietnamesischen Cafeterias gibt es so viel. Brötchen, Milch, Tee, Kaffee. Ja? Okay, also vietnamesische Cafeterias sind auch sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Toi Chang schreibt, ich habe mit anderen Kameraden mitgespielt. Okay, ja, das schreibe ich mal auf. Ich habe mit anderen Kameraden. Oh, kleiner Fehler. Ich habe mit anderen Kameraden gespielt. Okay. Ja. Ich habe, ja, Paul hat immer andere Kinder geärgert. Ja. Paul geht auf mehr gehackt, ja. Paul hat immer links. Was kann man noch? Fußball spielen. Ja, Sơn Tùng schreibt Fußball spielen. Basketball spielen. Bäume? Bäume là sao? Bäume? Ủa, Sơn Tùng làm cái gì với cái cây? Oder gibt es Bäume auf dem Schulhof? Ja, auf dem Schulhof gibt Schulhof, oh, Socket, oh, ja, Hof, gibt es oft Bäume, die, ja, die Schatten spenden.
Schatten spenden, ja. Was bedeutet Schatten spenden? Che nắng, ja. Ở trong Schulhof, ở trong cái sân trường có nhiều cái cây để che nắng, ja. Schulhof. Okay, Tang schreibt, man kann in der auf dem ja, nicht in der Schulhof, sondern auf dem, ja, auf dem Schulhof. Ja, man kann auf dem, ja, genau, Präposition auf, ja, man kann auf dem Schulhof, ja, auf dem Dativ, okay, auf dem Schulhof, Schulhof trinken, essen, spielen, tanzen, ja, oh, schwimmen, hä? Ủa Thắng là cái trường của Thắng có cái hồ bơi hay là tại sao mà swimming rồi ai 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 ngủ trên suối hốt hồi chưa thấy chắc là cái một cái trường rất đặc biệt nha. Thắng hồi xưa đi trường trường có hồ bơi. Pflanzen Bäume, ok, Nguyễn Chí schreibt Pflanzen Bäume, ok. À, Trung Hoàng mấy từ Bäume klettern, ja, leo lên cái cây đúng không? Okay. Sơn Tùng schreibt ja, Sơn Tùng ist immer auf Bäumen geklettert. Geklettert. Ja. Heute Lynn muss uns verlassen. Sie muss jetzt Mittag vorbereiten. Okay? Ja, wir sehen uns nächstes Mal einfach. Okay? Auf dem Schulhof kann man viele schöne Freunde sehen. Ja, richtig. Okay. Ich sehe, ihr habt auch alle eine schöne Schulzeit gehabt auf dem, eine gute Zeit auf dem Schulhof gehabt. Kim An schreibt, es gibt viele Katzen in, ja, nicht in der, es gibt viele Katzen auf dem Schulhof in Vietnam. Und du kannst mit den Katzen spielen, ja? Auf dem Schulhof, ja, Dativ. Tilly schreibt einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag, okay? Sehr gut. Machen wir weiter. Gehen wir zum nächsten Wort rüber. Das nächste Wort ist das Klassenzimmer, ja? Ja, in Juke Klassenzimmer, Plural, la, die Klassenzimmer. Okay? Gefangen, Hauptnummer. Vom Haupt. Ja. Was verbindet ihr mit dem Klassenzimmer? Ja. Okay, Klassenzimmer. Okay, mình sẽ tìm hiểu ở trong Klassenzimmer có cái gì, ja. Mọi người viết cái trong comment ở trong Klassenzimmer có cái gì, ja. Ở trong cái phòng học có cái gì trong đó. So. Was gibt es in einem Klassenzimmer. Was gibt es in einem Klassenzimmer? Ja, Stühle. Stühle. Was noch? Was braucht man für einen Stuhl? Ja. Mọi người viết trong comment ở trong cái phòng học của nó có cái gì ở trong đó? Ja. Hồi xưa mọi người nhớ lại đi. Was gibt es? Was? Welche Wörter kennt ihr schon? Ja, coi chung hình này nữa đi. Ja. Và cái này là cái gì? Cái bảng này là cái bảng mà viết á. What is this? Ok. Tische. Ok. Die Tische. Was gibt es noch? Schreibt in die Kommentare. So. Tische. Stühle. Der Tisch. Ja, der Tisch, Einzahl, die Tische. Okay. Die Tische. Die Stühle. Ja. Eine Tafel. Ja, die Tafel. Richtig. Ja, die Tafel. Eine Tafel. Ein Kuli. Ja, Kulila, Kugelschreiber, ja. Kugelschreiber, okay. Kugelschreiber findet man auch in einem eine Decke,
Ủa cái decker là cái gì? Was ist eine Decke? Cái không phải là cái mái đâu, cái sàn hả? Sàn phải là cái gì đó? Lernplakate. Okay, Lernplakat. Ja, ein Lernplakat. Lampen. Okay. Was noch? Projektor. Projektor, ja. Overhead Projektor. Ein Bücherregal. Okay, Bücherregal. Sehr gut. Was haben wir noch? Projekte, das Buch. Bücher, ja. Oder Lehrbücher. Man kann gerade sagen, wenn man Bücher la cuốn sách đúng không? Man có thể là Lehrbücher. Lehrbücher. Ja, những cái sách mà để mình học á, ja, das sind Lehrbücher. Radiergummi. Sơn Tùng schreibt Kreide, ja. Kreide, nicht mehr Kreide, das heißt Kreide, ja. Die Kreide. Okay? Einen Schwamm, richtig. Okay? Einen Schwamm. Sehr gut. Ja, Kreide, die Tafel und einen Schwamm. Der Schwamm. Dann ja, der Decke, die Decke, ja. Vorhänge, das Waschbecken. Okay, super. Waschbecken. Ja, Waschbecken. Ja, hồi xưa cái lớp của Paul đó, hồi xưa nó cũng có một cái chỗ được rửa tay. Không biết, tại vì giờ Paul nhớ hồi xưa Paul cũng đi học ở Việt Nam, nhưng mà Paul nhớ không có cái chỗ rửa tay, chỉ có ở chỗ vệ sinh là có cái chỗ rửa tay thôi. Nhưng mà, hồi xưa Paul nhớ ở ở bên Đức thì có cái chỗ rửa tay, ở Việt Nam Paul nhớ không có, chỉ có chỗ ở trong Fernsehen. Ja, also Günther, wir können schreiben Fernsehen, Lautsprecher, Klimaanlage. Günther Jung, ja, Klimaanlage, ja. Machen wir mal, Kugelschreiber, die Klimaanlage. Ja, cái trường Việt Nam thì có Klimaanlage nha, cái máy lạnh đúng không? Ở bên Đức thì có Heizung, nha. Mùa đông rất là lạnh, phải cần cái Heizung, nha, cái lò sưởi đúng không? Die Stunden und der Lehrer, die Tür. Der Đỗ là schreibt Beck Hall Bild. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, một cái hình của Beck Hall, một cái bức ảnh của Beck Hall. Ja. Ở Việt Nam có cái hình của Beck Hall. Ja. Das Fenster, die Tür. Okay, ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr gut, ihr kennt viele Wörter schon. Das finde ich super. Okay. Khi mà mình học xong á, yeah, mình khi nào mình học xong á, mình sẽ được cái giấy chứng nhận đúng không? Chứng chỉ Wort, yeah. Ở bên Đức á, ví dụ mình học xong á, mình sẽ được một cái Zeugnis, yeah. Wenn man fertig ist mit der, ja, mit der ersten Klasse oder mit einem Schuljahr, dann erhält man von Klassenlehrer ein Zeugnis, yeah. Und auf dem Zeugnis findet ihr Noten, yeah. Das Zeugnis. Ja, Paul muốn biết là cái Zeugnis của mọi người hồi xưa có tốt hay là dở không? Ja, was gut hay là không tốt? Ja, tốt hay là không tốt? Ja, früher war mein Zeugnis Schwamm. Schwamm là cái gì? Cái Schwamm là một cái miếng mà lau cái Tafel. Đúng không? Nè, một cái schwamm á. Schwamm thường, cái này không phải là cái schwamm, nhưng mà cái schwamm là có thể ai biết cái schwamm là gì không? Paul không biết cái từ đó thì tiếng Việt. Trung Hoàng sẽ bàn điểm, bảng điểm đúng không? Bảng điểm. Ok, bảng điểm nha. Certificate, ok. Mein Zeugnis war weder gut, weder gut noch schlecht. Ja, ich ja, mein Zeugnis war weder gut noch schlecht. Nghĩa là không có tốt lắm nhưng mà cũng không có dở lắm nha, thì cũng chung chung thôi. Ja, ich hatte viele Dreien. Ja, ich hatte finde là hồi xưa Paul có nhiều lúc 3 điểm nha. Mỗi người
Có nè, mình đang nói chuyện về cái từ Zeugnis, yeah? Wir reden gerade über Zeugnisse. Ở trong Zeugnis nó có Noten, Noten, cái từ từ mới nè, die Noten, điểm số. Paul biết là ở cái điểm ở bên ở Việt Nam nó là 1 đến 10 điểm đúng không? 10 điểm thì cao nhất, rồi 1 điểm là thấp nhất, đúng không? Nhưng mà ở bên Đức á, là nó khác. Ok, es ist ein bisschen anders in Deutschland, ok? Also, in Deutschland ist es so. Okay. Note 1, Note 2, ja, Note 3, okay. Note 4, Note 5 und Note 6, okay. Ja. Okay. Note 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Machen wir mal hier einen kleinen Pfeil rein. Okay. So. Lernt ihr noch lange? Okay. Note 1 ist in Deutschland. Note 1 ist in Deutschland die beste Note. Ja. Dem là cao nhất, das ist sehr gut, sehr gut, zwei ist einfach nur gut, drei ist befriedigend, chung chung, befriedigend, ausreichend, ausreichend. Mangelhaft. Und Note 6 ist, ich glaube, durchgefallen. Ja. Ja, durchgefallen. Ja. Befriedigend, la chung chung. Ausreichend, la đủ thôi. Ja, mangelhaft, 5 điểm là, là nói chung là cũng góp rồi. Ja, 6 điểm là không có điểm nào hết á. Ja. Sind die solchen Noten 1, 2, 3, 4, 5, 6 auch in der Universität auch passend? Không, ở trong trường đại học á, thì lúc đó mình không có 1 tới 6 điểm. Okay, Loan Hoàng schreibt Note 1 sehr gut. Note 1 am besten in Deutschland. Mein Zeugnis war normal, meistens mittelmäßig. Okay, Paul Maria, mittelmäßig. Meine Noten waren schlecht im Gymnasium. Okay, Ngọc schreibt, meine Noten waren schlecht. Nguyễn Thiên Nhung schreibt, mein Zeugnis war ziemlich gut. Okay. Okay. So. Also, sehr gut. Ja. Gehen wir zum nächsten Wort. Okay. Das nächste Wort Turnhalle. Oh, ja, Turnhalle. In der Turnhalle, phòng tập thể dục, đúng không? Phòng tập tập thể dục. Hồi xưa Paul nhớ cái Turnhalle ở trong cái trường của Paul rất là lớn, có thể mình chơi đá banh. Rồi cái Turnhalle là một cái nơi thể dục rất là quan trọng ở bên Đức, tại vì mùa đông á, thì ở ngoài nó lạnh đúng không, âm độ, thì lúc đó mình không có ra ngoài được nhưng mà mình phải thể thao đúng không, thì lúc đó mọi người đi vô cái phòng tập thể dục nha. Das ist ein die Turnhalle. Ok. Ngân Nguyễn schreibt Fitness Center. Fitness Center không phải là cái Turnhalle nha. Fitness là tập tập gì tập tạ đúng không? Da gibt es viele Fitnessgeräte. Nhưng mà ở trong cái Turnhalle là có ví dụ ein Barren, Ringe, ein Basketballkorb, nó có mấy cái nệm này nè, nệm á, Matratzen, okay. Ich schreibe mal ein paar Sportarten auf, die man in Deutschland lernt,
Was haben wir in der Sport? Wir haben Basketball gemacht. Basketball. Okay. Turnen. Ah, ich glaube, nur mit Basketball wird mit einem Dings. Basketball. Ja, Turnen. Was hatten wir noch? Turnen, Basketball, Fußball natürlich, Gymnastik, Völkerball. Völkerball. Ja, có ai biết Völkerball là gì không? Nhưng mà ai biết Völkerball là gì á, giải thích cho mọi người nghe nha. Tại vì cái đó là một cái trò mà mình chơi với cái banh. Volleyball, okay. Volleyball ist richtig, Volleyball. Was hätte ich noch ein? Bockspringen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch eine olympische Sportart. Bockspringen. Bockspringen, ja. Oder Barren. Ja. Ringe. Mọi người xem những cái từ đó ở trên Google Picture, Google Bilder, ja. Bockspringen, Barren und Ringe, ja. Tất cả cái đó là những cái nó trong Turnen, ja. Cái này là mọi ai mà có xem Olympia sẽ gặp những cái đó, ja. Barren, ja, Barren nó có hai cái cây á, mình phải làm, man muss man muss Kunststücke vorführen, ja. Badminton, Handball, Tischtennis, richtig. Handball, Tischtennis, sehr gut. Paul Maria schreibt, früher war meine Schule keine Turnhalle. Okay, nicht genau. Früher gab. Okay, cô làm nhỉ? Cái này những cái này nhỏ lại coi. Okay, früher gab es in meiner Schule keine Turnhalle. Okay? Gab es in meiner Schule keine Turnhalle? Badminton. Okay, sehr gut. Tischtennis. Okay, wir haben viele Sportarten rausgesucht. Laufen, ja, laufen. Laufen ist wichtig, ja. Laufen, der Bau, ja. Laufen und rennen. Geil, laufen und rennen, hier. Laufen und rennen, ja. Ja. Rechnen, einige vietnamesische Schüler hatten kein Zimmer für die Turnhalle. Okay, wir machten Sport im Freien. Ja, einige vietnamesische Schüler hatten keine Turnhalle. Ja, mình cái Turnhalle là cái tên của cái phòng đó rồi, mình không cần gọi là Zimmer nữa. Zimmer thường là một cái phòng nhỏ, ein kleiner Raum, hoặc một cái aber eine Halle, một là nó dài có thể là 60 mét, 70 mét, lúc đó mình không có gọi bằng bằng phòng nữa, mình không có gọi bằng Zimmer nữa. Zimmer là chỉ có khoảng 5, 6 mét, 7 mét, có thể là 10 mét đi. Nhưng mà khi nào mà nó lớn, thiệt lớn, nó tập trung nhiều người, nó lúc là gọi là Halle, Ok, Hương Bùi hả? Bùi hả? Schreibt, laufen là đi nhanh, rennen là chạy. Ok, super. Machen wir weiter. Unterrichten. Unterrichten. Ja, ich hab. Ja? Ja, cái dạy học thì chắc nhiều người biết cái từ đó rồi, đúng không? So, unterrichten. Ich unterrichte Deutsch. Ja? Ich unterrichte Deutsch. Für Vietnamesen. Ja, ich unterrichte Deutsch für Vietnamesen. Gibt es andere Leute,
ở trong Community này có ai dạy không? Gibt es irgendwelche anderen, die irgendwas unterrichten? Unterrichtet die eine andere Sprache? Ja. Ja, und das Nomen der Unterricht. Ja, Nomen der Unterricht. Ja, der Unterricht. Welchen Unterricht habt ihr sehr gemacht? Ja, welchen Unterricht habt ihr sehr gemacht? Ja, mọi người thích cái lớp nào? Ja, schreibt in die Kommentare, welchen Unterricht ihr sehr gemacht habt. Meine Lieblingsfächer Lehren. Ja, unterrichten und lehren. Dạy học, ja, nó cũng giống nhau, ja. Unterricht, unterrichten, ich unterrichte jemanden, ja. Und lehren, ich lehre jemanden etwas. Ja, nói chung là hai cái từ đó khác nhau nhưng mà ý là nhưng mà giống ý nghĩa nha. Ngọc Võ là hai cái từ đó giống gần giống nhau nha. Welchen Unterricht habt ihr sehr gemocht? Ja, meine Lieblingsfächer waren, ja, meine Lieblingsfächer, die Lieblingsfächer. Okay, cái thể viết chung nhau Lieblingsfächer, ja, meine Lieblingsfächer waren Kunst und Physik. Ja? Kunst, Physik und Sport. Kunst, Physik und Sport. Meine Lieblingsfächer waren Kunst, Physik und Sport. Was waren eure Lieblingsfächer? Ja? Schreibt in die Kommentare. Ja, Yin Wang Jin schreibt, Paul unterrichtet Deutsch für mich. Richtiger Satz, ja? Okay, gar nicht, dumm, keine Fehler. Ich finde Deutsch sehr gut. Okay. Sein Lieblingsfach ist Deutsch. Junghà Dinh schreibt Mathematik. Ja, Jung, thử làm nguyên câu nha. Schreib einen kompletten Satz. Mein Lieblingsfach war Mathematik. Okay. Ich habe sehr Mathe gemocht. Ja. Komma, weil ich einen sehr guten Lehrer hatte. Ja, mach einen kompletten Satz. Mein Lieblingsfach, Pri schreibt, mein Lieblingsfach war Englisch. Das machte mir Spaß. Super. Nguyễn Văn Hoạt nha, ich lerne Deutschland. Ja, cái câu này hơi sai. Nha, ich lerne Deutsch. Ja, cái Deutschland là cái nước Đức. Yeah, nhưng mà khi mà mình nói mình học tiếng Đức ấy, là mình sẽ nói là Ich lerne Deutsch auf Facebook, ja. Gucken wir mal. Ich lerne Deutsch auf Facebook. Okay? Günther Jung schreibt, meine Lieblingsfächer waren Bio, ja, Biologie, Mathe und Kunst. Sehr gut. Ja, Lieblingsfächer. Machen wir mal einen Satz. Vom Wohnen, ich schreibe giờ học. Muốn biết giờ học là cái gì hả? Die Unterrichtszeit. Unterrichtszeit, Unterrichtsdauer. Unterrichtsstunde. Ja. Die Unterrichtsstunde. Oder eine Schulstunde. Entschuldigung. Ja, Paul Lauer hat es cái từ đó, phải nhớ lại. Die Schulstunde. Ja, die Schulstunde. Oder die Schulzeit. Ah, là cái Schulzeit là tất cả cái thời gian mà hồi xưa mình học á. Ja. In meiner Schulzeit, có thể là mỗi người Đức sẽ nói là hồi xưa tôi đi học á. Ja. Người Đức nói, in meiner Schulzeit ich genieße sehr meine Schulzeit, okay? Ich habe meine Schulzeit sehr genossen, zum Beispiel. Tong schreibt, ich hatte Angst vor Geometrie. Die Unterrichtsstunde. Ja? Die Schulstunde, Unterrichtsstunde.
Okay, die Unterrichtsstunde oder die Schulstunde, ja? Hacker, ja, die. Ja, genau, die ja auch die. Die Unterrichtsstunde, die Schulstunde oder die Unterrichts, Stunde, okay? Mein Lieblings war Literatur, das machte mir sehr viel Spaß. Super, ja, Literatur. Ja, hast du das Bock, oder? Mochtest du lesen? Was hast du gerne gelesen? Ja, hast du das Bock, Romane, vielleicht Romane oder Gedichte oder Detektivgeschichten. Was hast du gerne gelesen? Schreib in die Kommentare, was du gerne gelesen hast oder was du gerne liest. Die Nachhilfe. Okay, ich sehe schon. Ja, Paul Gantheiler. Morgen geht nie gut, ja, sehr gut, ja, wirklich top, ja. Mọi người cố gắng lên viết trên tất cả những cái từ mà Paul không có dùng đó. Có thể là mọi người viết ra phụ giúp mọi người để mà để học tiếng Đức. Ok, mọi người nhớ nha, khi nếu mà ai có nhu cầu học tiếng Đức nha, online hoặc ở trong trung tâm á, thì nhớ đăng ký khóa học ở trong www.deutschcampus.com nha, và nhớ follow mình ở trong câu lạc bộ tiếng Đức hoặc ở trong Facebook nha. Câu lạc bộ tiếng Đức Instagram á, thì mình mỗi ngày mình sẽ upload lên một cái bài tập nhỏ nhỏ nha để mình học tiếng Đức thường xuyên. Ok, machen wir weiter. So, gehen wir zum nächsten Wort. Das nächste Wort ist interessant. Interessant. Okay. Gar nicht, ja. Là thú vị đúng không? Thú vị. Was fandet ihr interessant? Okay. Ich finde Physik interessant. Ich finde Physik interessant, weil ich, tại sao ja, hồi xưa Paul coi những cái phim về Astronauten, đi Astronauten là gì ta? Có ai biết cái từ Astronaut là gì không? Weil ich früher Astronauten Astro oder Filme Astronauten Nautenfilme gesehen habe. Ja? Was findet ihr interessant? Ja, was findet ihr interessant? Ja, was findet ihr interessant und warum findet ihr es interessant? Lust haben. Fehan. Oh, Fehan, là gì ta? Được chọn là Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu erlernen. Cuộc sống ngắn quá mà để học tiếng Đức đúng không? Học tiếng Đức rất là khó, nhưng mà cố gắng lên nha. Nói chung là cuộc sống cũng dài mà. Phi phi hành là astronaut đúng không? Ok. Astronaut là phi hành. Paul không chưa chưa đọc cái từ đó, Paul chưa học. Paul Maria schreibt: Ich mag sehr Musik, weil es ein interessanter Punkt für das Leben ist. Okay. Ich mag sehr Musik, weil es ein interessanter Punkt
Yeah, có thể là interessant thôi là một cái điểm đó quan trọng nào đúng không? Nhưng mà có thể là nói cái câu khác, ich mag sehr Musik, weil es wichtig für mein Leben ist, ja, weil es là quan trọng của cuộc sống cho cuộc sống của tôi đúng không? Weil es sehr wichtig für mein Leben ist. Ja? Ist Deutsch interessant oder schwer? Ja, Deutsch ist interessant. Deutsch ist interessant und schwer. Ja? Okay. Okay, ich interessiere mich für Deutsch, weil, ja, Claudine Wing schreibt, ich interessiere mich für Deutsch, Komma, ja, die Komma, ne? Ich interessiere mich für Deutsch, weil ich in Deutschland wohnen möchte. Okay, ja, wohnen möchte. Okay, ja, Konjunktion weil, vor Konjunktion kommt immer ein Komma. Ich finde, ja, ich finde Deutsch sehr interessant, zum Beispiel der Artikel und die Aussprache. Ja. Ich finde an der deutschen Sprache interessant oder sehr interessant, die Artikel und die Aussprache. Ja. Ich für den Unterricht, der von dir ist, gibt es viel Spaß. Super, ja. Paul Kumung, la, học với Paul, la, vui vẻ nha. Die Augebogen. Danke euch. Armstrong, ja, Armstrong là một cái ông phi hành hả? Đàn ông phi hành đúng không? Người bay vô vũ trụ à, thầy, ok, yeah. À, Astronaut bedeutet auf Vietnamesisch phi hành, ja, okay. Ich finde Musik interessant, weil es mir sehr entspannt gefällt. Okay, weil es mich sehr entspannt. Ja, ich finde Musik interessant, weil es mich sehr entspannt. Ja, weil es mich interessant. Ja, tôi thích nhạc vì nó làm cho mình ja không có bị was heißt entspannen. Cho mình nghĩ hả? Was ist entspannen? Ja, mọi người viết trong comment entspannen là cái gì? Okay, Sơn Tùng schreibt, ich mag Fußball spielen, weil es gut für die Gesundheit ist. Richtig. Ja, sehr gut. Kim An schreibt, ich finde Grafikdesign und Deutsch interessant. Oh. Ich finde Zeichnen interessant, weil es gegen Stress hilft. Ja, wer? Gegen Stress. Stress, ở tiếng Việt là gì? Paul cũng không biết. Was ist Stress? Bị mệt hả? Was ist Stress? Thư giãn. Ok. Entspannen, thư giãn. Ok. Cảm ơn nha mọi người nha. Vielen Dank, dass ihr mir so schnell antwortet. Okay. Ok, und một cái từ mới nha. Hồi nãy mình nói mình học cái từ interessant nhưng mà giờ mình học chán nhá, langweilig nhá. Langweilig. Oh, was fand ich immer langweilig? Was fand ich langweilig? Hồi xưa Paul cảm thấy gì chán ta? Để suy nghĩ lại coi. Hồi xưa Paul không có học không thích học tiếng không không thích học toán lắm nha. Yeah. Ich fand immer Mathe langweilig. Nhưng mà cũng tùy thôi. Có lúc mà có cái thầy giáo nào mà dạy được hay á thì lúc đó Paul Paul thích cái môn đó, nhưng mà có vài thầy giáo mình không biết dạy hay là lúc đó mình nhức chán, yeah, das war langweilig. Yeah. Thường Paul cũng thích toán, nhưng mà hồi xưa có cái một cái thầy đó không có dạy hay nha, ok, stress căng thẳng hả, căng thẳng, ok, danke sehr.
Ich fand immer Mathe langweilig. Oder ich fand immer Mathe langweilig. Weil mein Lehrer es nicht so gut unterrichtet hat. Ja, was fandet ihr langweilig? Ich finde Politik langweilig. Okay. Mi findet Politik langweilig. Okay. Ich finde Politik langweilig. Was macht mir du? Ah, Leng Kung schreibt, immer zu Hause macht mich langweilig. Okay. Immer zu Hause zu sein, ist langweilig. Ja, hiện tại bây giờ Corona phải ở nhà riết đúng không? Thì bắt đầu bị chán. Ja, immer zu Hause zu sein ist langweilig. Okay, ich fand immer Mathe langweilig. Danke sehr, ja. So, was fandet ihr? Ich lerne immer zu Hause. Ich finde Quarantäne langweilig. Okay. Ja, also, mọi người học cái gì cảm thấy chán? Ich finde Chemie langweilig. Ủa, nhưng mà tại sao? Vô fandest du Chemie là tại vì nó khó quá? Hay vì cái thầy giáo? Hay là tại sao cảm thấy là Chemie là chán? Anstrengend. Mệt mỏi hả? Anstrengend là mệt mỏi, phải không? Die Quarantäne macht mir langweilig zu Tode. Die Quarantäne ist zu Tode langweilig. Ja, ist zu Tode langweilig. Nichts zu machen ist langweilig. Okay, nichts zu machen ist langweilig. Okay. Ja, was habt ihr noch? Ich muss Deutsch lernen, weil ich in Deutschland leben möchte. Obwohl es ziemlich langweilig ist. Ich muss Deutsch lernen, weil ich in Deutschland leben möchte. Obwohl es ziemlich langweilig ist. Oh, tại sao mà Ali cảm thấy là nó chán? Ja, Ali phải đến câu lạc bộ tiếng Đức hoặc tập trung với mọi người học tiếng Đức là sẽ bớt chán. Thường mình học ở trong trung tâm thì rất là vui. Alles klar. Okay, ich fand Physik viel todeslangweilig, sehr todeslangweilig, todlangweilig. Ich fand Physik todlangweilig. Ja, không cần dùng viel, ne? Nguyễn Đăng schreibt, ich fand Physik todlangweilig. Ja, todlangweilig là chán đến chết rồi, ja? Không có hơn được nữa, ja? Bởi vì mình bỏ cái từ viel. Anstrengend là cực. Ja, okay, cực. Okay. Okay, Leute. Ja. Ich bedanke mich, ja, Paul, xong với cái Livestream hôm nay rồi, ja. Ich bedanke mich für euren Einsatz. Ja, ai cũng viết với Paul rất là nhiều. Paul, cảm ơn rất nhiều nha. Wir sehen uns wieder Montag. Ja, thứ hai mình sẽ gặp lại. Schreibt kurz in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ja, mọi người viết cảm thấy có hay không, hay là không hay, hay là muốn thay đổi cái gì, viết ở trong comment nha. Rồi ai mà thích có cái chủ đề nào lạ lạ hay là
cái chủ đề nào mà cần học cái, về cái đó đó, thì mọi người viết cái trong comment cái chủ đề đây nha. Schreibt in die Kommentare. Ok. Nhớ follow mình ở trong câu lạc bộ ở trong Instagram nha, câu lạc bộ tiếng Đức ở trong Instagram. Ok, und auf Facebook nha, chia sẻ cho mọi người Deutsch Sprachtest để các bạn học tiếng Đức nha. Und nhà ai có nhu cầu học tiếng Đức qua online hoặc ở trong trung tâm thì www.deutschcampus.com. Ok. Yeah, ich bedanke mich bei allen. Ja, Poker, cảm ơn. Ich lese noch ein paar Kommentare vor. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke, Paul. Danke sehr viel. Ja, okay, einmal danke. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch. Okay, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis Montag. Ja, ciao, ciao. Oh.